Hallo Freunde, Freaklier von MagicBlocks.de. Wir sind in dem Commander-Game und ich spiele Gonti, Kenny Acquisitor. Geile Karte einfach. Wir sind irgendwie hinten dran. Wir haben verrückte Opponents. Krass. Nekusar, okay. Und Disa, die neue Tarmogoyf-Token-Tante. TTT. Schauen wir mal, was das hier wird. Okay. Red Baron mit dem Mulligan auf 4 Karten. Spannend. Spannend. Okay, alle anderen haben 7 gehalten. Wir haben auch eine ganz gute Hand, glaube ich. Tarn into 3 Visits. Können wir Talion spielen, Turn 3, Turn 4 Kani, Gonti und dann angreifen. Hört sich doch ganz gut an. Repast, ja, das ist eine gute Karten, finde ich, die neuen Dual Länder. Ich spiele die auch eigentlich in allen Commander Decks. Ich weiß nicht, ob ich sie hier schon drin habe, aber ich glaube schon. Ich nehme einfach mal das Triom als mein erstes Land und ich mache das gleich, damit ich einfacher yielden kann. Und dann schauen wir mal, was das Spiel so bringt. Ich habe auch schon mal mein 1 von. Ich glaube, ich habe nur ein Deluge und dieses neue Ugin's Binding in diesem Deck als Board Vibes. Weil ich will ja eigentlich die Karten meiner Opponent spielen. Deswegen. Diese Basics hier, die sind so ultra beliebt. Es ist verrückt, wie oft ich die sehe. Und die sind ja schon, die sehen ja ganz anders aus als alles andere, muss man sagen. Confi. Greatness at any cost. Geile Karte. Geile Karte. Man sieht, ich habe Magic Online schon wieder eine Weile offen. Es dauert ein bisschen, bis es rendert. Was sagt er eigentlich zu diesen neuen Animationen hier, wenn die noch Einsatzverzögerung haben? Finde ich eigentlich ganz cute. Okay, der Analyst. Das war so ein Standard-Staple gewesen jetzt zur Zeit. Im Temo Ramp Deck. Ja, wie Maya, Nix Weaver. Nix Weaver auch so eine Karte. Die habe ich im Highlander, glaube ich, in jedem einzelnen Deck gespielt. Okay, ich glaube, ich hole ein Surveil-Land. Hedge Maze heißt, glaube ich, das Simic-Land. Das werde ich mir holen. Einfach, um zu schauen, mein Draw ein bisschen zu verbessern. Wobei ich wahrscheinlich Praise and Borrow brauche ich wahrscheinlich nicht. Und ich denke, ich spiele Turn 3 Talion, Turn 4 Gonti und dann Attack. Das wird, glaube ich, der Plan sein. Mal schauen, ob das was macht, ob das gut genug ist. Ich kann, glaube ich, auch Talion auf 2 stellen, weil Nekusar 2 ist. 2 oder 3 ist sowieso die wichtigste oder die meisten Hits hat. Signet in Old Frame, sehr schick. Okay, schauen wir mal, was Bob revealed. Snow Covered Swamp. Ich bin echt gespannt, was das Deck hier macht, weil Target Opponent discards 2 cards und dann zu einer merkwürdigen Zeit aktivieren. Mein Okay, Crypt, wahrscheinlich in den Lord. Ist auch nicht at random, oder? Nee. Nein, mir ist es egal, ich discard halt dann mein Delusion, mein Siphon Inside und fertig. Ja, Gonti zieht immer Hass, oder es liegt an mir, ich weiß auch nicht. Aber
ist ein Deck. Ich habe es ein bisschen stärker gebaut, weil auf Magic Online die Meta einfach ein bisschen stärker ist als wahrscheinlich bei euch im LGS. Hat einfach damit zu tun, dass hier die Karten alle günstig sind, dass wir hier nicht immer irgendwie über Verfügbarkeit sprechen müssen. Viele haben Loan-Programm und können sich einfach die Karten leihen für das Deck, das sie gerade brauchen. Und generell ist es schon so, dass wenn man auf Magic Online rumhängt, dann ist man wahrscheinlich zum Großteil ein bisschen ein ja, erfahrenerer Spieler, weil das ist jetzt nicht der Client, der quasi die neuen Spieler massenhaft zieht. Wobei, das kann sich ja gerade ändern, gerade für Commander. Ich würde es schön finden, weil ich finde eigentlich die Community hier eigentlich ganz, ganz entspannt. Klar, gibt wie überall ein paar Idioten, aber man kann die ja blocken und reporten. Okay, schau mal, was wir ziehen. Oh, Flare auf Denial. Kann ich meinen 4-Drop wegsacken? Ich denke, ich bleibe bei 2. Und dann kann ich leider nicht mehr so schön yielden, weil ich will ja mein Flare zur Not spielen. Wobei, ich wüsste nicht gegen was, aber ich lasse es mal auf mich zukommen. Was ist denn hier passiert? Ich meine, das kann ich verstehen, aber hier so Rendor, andere Forest drin, ist schon hart. Geil. Fever Visions. Okay. Kann ich zur Not bouncen, wenn ich zu viel Schaden nehmen sollte. Auch eine witzige Karte. Okay, Consuming Corruption. Guter Removal Spell in dem Deck. Könnte mein Talion abrüsten, zum Beispiel. Ja, ich kann dann opfern gegen eine Karte, die dann countert. Bam! Okay, Command Sphere. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Spielt ihr die? Spielt ihr 3 Mana Ramp? Eigentlich ist die ganz cool. Und die gab es auch neulich als. Was ist denn los mit dir? Okay, dann geht das Siphon Inside und das Toxic Deluge. Vielleicht muss ich Deluge auf. Vielleicht muss ich Deluge auf 3 spielen. Einfach weil dieser rote Baron-Guy mir ein bisschen aufs Ei geht. Und ich glaube, ich discarde mein Flare auf Denial, weil ich das eh. Wenn ich Snapcaster auf Toxic, kann ich den Snapcaster nicht mehr sacken. Shadow finde ich cool und Land hätte ich gern, damit ich auch mein Play machen kann. Okay.
Hey, Trailblazer. Ja, ich ziehe gerade noch eine Karte. Macht zumindest jetzt rotes Mana. Muss ich jetzt echt für 4 wipen? Oder für 6? Das wollte ich eigentlich nicht. Vielleicht lassen wir das dann mit dem Board Wipe. Da kommt dieser. Coole Karte eigentlich, oder? Sollte man schon vielleicht öfter spielen. Vor allem in Decks, wo eben Commander haben, die ihn triggern. Macht auch noch Mana, kannst ihn plotten. Gibt Schlimmeres, ja. Eigentlich will ich jetzt nicht angreifen, gell? Weil der 3-4er doch ganz vernünftig blockt. Dann zwar ein 5-5er. Aber es macht halt hier Golf-Tokens. Das ist halt schon die geile Combo. Okay. Okay. Schauen wir mal, was wir machen. Tja. Ich glaube, ich spiele einfach meinen Commander und bleib hinten. Ich habe Angst. Weil so kann ich zumindest hier einen Doppelblock. Ich kann den 4-2er blocken. Ich glaube, das macht Sinn. Wäre cool, wenn ich meine Mercy oder sowas. Ich habe so ein paar Enchantments im Deck, die meine Opponents dran hindern, mich anzugreifen oder ein bisschen abwehren. Hindern tun sie es nicht, aber ja, vielleicht wäre das ganz cool. Langsam wird es hier dunkel. Es kommt hier ein Riesengewitter. Ich muss mal ein Licht anmachen, dass man überhaupt was sieht oder dass ich was sehe. Ihr seht ja den Screen super gut, aber ich. Nikusa lässt mich auch noch eine Karte ziehen. Vorkommt Metallion. Schon auch eine coole Karte. Ja, das, wie viel? 3 extra Karten gezogen? Für einen 3-4 Flieger. Okay. Aber es ist kein Mei, leider. Da ist mir Nikusa, kriege ich da ziemlich ins Gesicht. Weil ich kann immer noch Terra Sundern. Vor allem nächste Runde, ich kann Shadow of the Second Sun spielen, dann kriege ich halt hier Schaden. Aber dann kann ich das Terra Sundern spielen. Und ich habe genug Karten zum Abwerfen, falls ich wieder getargetet werde. Ich meine, ich habe ziemlich viele Handkarten, das wird schon Sinn machen. Mindslash. Okay.
Ich glaube, ich habe als Lifelink nicht so richtig viel drin. Ich habe noch ein Shadow Spear. Heißt, ich kann mich ja auch nicht so richtig von den von den Käufen vermöbeln lassen. Vielleicht muss ich auch echt ein Disa-Deck bauen. Das sieht schon witzig aus. Tarmogoyf-Tokens ist halt so eine Sache. Dann Battles ist eine gute Idee, dass die drin sind, dass man die reinbaut und auch nix Weaver als Enchantment. Gibt schon so coole Kartentypen, die man spielen könnte dann, die auch spielbar sind und die immer so irgendwie die letzten Karte 111 oder so im Deck sind. Und dann halt gecuttet werden mit den letzten 11 Karten oder mit den letzten 12 Karten. Ist es dann so ein Waste Not Payoff hier? Was meint ihr? Und was sagt er eigentlich zu Nekusar? Das wär, der war ja früher ultra verhasst, aber ist ja einer dieser der ersten quasi nur für Commander gedruckten Sachen. Okay, da kommt der Mindslash. Und eine Black Market Connections, okay. In Assassin's Creed Style. Spannend. Das habe ich noch nicht gesehen. Oder ist das doch Assassin's Creed Logo, oder? Selbstverständlich discarde ich wieder, klar. Ich meine, ich ziehe auch extra Karten. Activate only as a sorcery, okay. Mein Opponent beschützt mich vor Fevered Visions, also ist eigentlich super nett. Hier so irgendwie so eine Life from the Loam Engine reinbasteln. Ja, glaube ich, ein cooles Deck. Ich glaube, ich muss mit dem Friedhof rumspielen und Golfen bauen. Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Habt ihr euch das Precon geholt? Das würde mich tatsächlich interessieren, wie viele Leute diese Precons noch kaufen. Oh, each player mills three cards. Ja, ich ziehe noch mal eine. Oh, Kotl. Ich meine, ich ziehe echt viele Karten. Nekusar ist echt ein Problem. Aber ich finde die Karte, die macht sehr, sehr Spaß in so Decks. Ich kann dann Siphon Inside, Terra Sunder, Icefang. Schauen wir mal, was gemillt wird. Dann fahren wir auch ein bisschen mehr über die Decks. Ich habe meine Snowcar, aber oh, mein Stronghold, das soll nicht gemillt werden. Way Knight Raiders. Okay. Lauter Länder bei Opponent. Und hier. Stitcher Supplier. Haywire Might. Und der Kolossus. Kommt der her? Ah, weil es ein Golf ist. Der ist ja Changeling. Richtig. Sound Logger permanent. Stimmt. Cool.
Müssen wir mal schauen, was passiert. Ob wir nicht vielleicht dann doch Snapcaster auf Toxic Delu spielen müssen. Ja, einmal 7 kann ich nehmen. Was soll's? Ja, Protection from Black, das ist ein bisschen ein Problem, aber ansonsten kann ich immer noch codeln. Ja, komm, bring it. Fetchland wäre cool, dass meine Kotl Death Touch kriegt, wenn ich nochmal ein Snow Covered Basic spielen könnte. Kamono rechnet gerade noch. Ja, das ist ein Easy Block natürlich. Hätte man mit dem schon auch angreifen können, oder? Naja, wollte ihm auf jeden einen durchbringen, aber der Block ist natürlich klar. Claro, sí, claro. Sind schon viele Tarmogoyf-Tokens. Aber ich lasse mal die anderen damit auch Spaß haben. Ich will meine Engine online kriegen, auch wenn sie mehr Karten zieht und mir Schaden macht. Geile Engine. Ja, Fever Vision macht Schaden, eindeutig. Bin ich gespannt, ob ein Pyrogolf ins Spiel kommt oder. Dann noch mal ein Changeling auf jeden Fall. Okay, Nissa triggert dreimal. Changeling. Magnivore. Und Mortivore. Bitter. Aber die ziehen immer noch Karten. Oh Gott, es hört nicht auf. Der endlose Card Draw vom Chant-Deck. Okay. Outcaster Trailblazer ist insane in dem Deck. Verstanden. Discards Pyrogolf. Oh Gott. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's echt ab. Eigentlich sollte ich Board wipen, aber ich habe auch kein Interesse dran. Ich muss jetzt dann 10. 10 Life zahlen. Ich lass mal lieber, wie gesagt, ich wette drauf, dass jemand anders was machen kann. Wenn nicht, dann gewinnt halt. Wobei gewinnt. Vielleicht kriege ich das ja noch instant gehandelt. Aber Pyrogolf ist schon eine Ansage. Okay. Deathrite. Deathrite ist normal schon cool, aber ist nicht genau das, was ich brauche. Ich ziehe nochmal eine Karte. Fetchland. Fetchland ist in Ordnung. Fetchland nehme ich.
Kein Forest oder eine Island ist eigentlich egal. Ich glaube, ich nehme lieber eine Island. Und dann verzauber ich mich. Helf quasi noch mal ein bisschen mit. Und kann tatsächlich angreifen. Hat hier irgendwas? Da hat was Flying, da hat was Reach. Komm, ich greife mal den Mono Black Guy an. Ja, ziehe ich noch eine. Soll mir auch recht sein. Okay. Von dem Removal wusste man eigentlich. Weil das glaube ich nicht das sinnvollste Target ist, aber irgendwie scheint da der Hass tief zu stecken. Mit meinem Commander auch noch angreifen können eigentlich. Okay, jetzt hätte ich noch mal eine zweite Main Phase. Wenn ich abgebe, dann geht der Trigger auf den Stack und mein Zug endet quasi. Jo. Ja, Nekusa macht schon gut Schaden, aber ich hoffe mal drauf, dass irgendjemand die Gäufen aufhalten will und deswegen Boardwipes spielt. Und ich da drum herum komme und erst meine Engine habe. Und schön ein bisschen Instant spielen kann. All the lands. Signet und Breeding Pool werfe ich mal ab. Was mache ich, wenn Nekusa jetzt wheelt? Dann muss ich wahrscheinlich Nekusa exilen, oder? Und dann die Kotl spielen und mich wheelen lassen. Ja. Jetzt keine Hilfe, der Dynamo. Oha. Spannend. Das ist zumindest einiges an Live-Gain, ja.
Und jetzt? Der Baron ist dran. Schwipp-Schwipp schon mal gewonnen, okay. Dakti. Das ist natürlich mit Nekusa draußen jetzt nicht so das Highlight. Ich hielt mal zu dem Zeug. Ich hoffe, es funktioniert auch. Sollte eigentlich, ja. Dauert ein bisschen, aber funktioniert. Ihr könnt auf die Trigger rechts klicken. Dann Always Heal, dann müsst ihr die nicht mehr beachten, dann macht es das automatisch, wenn ihr nicht drauf reagieren wollt. Genauso die Black Market Connection, da will ich eigentlich auch nicht drauf reagieren. Bin ich gespannt, was man macht, weil es kostet schon ganz schön Leben. 23 nur noch der Kollege, wahrscheinlich nur ein Treasure. Weil, wenn man damit nicht weiterkommt, das Dark Deal. Vielleicht gibt es auch so ein random Spiteplay, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass knapp über meinem Leben bleibt, Dark Deal macht, damit ich halt sterbe. Frage ist dann, was ich machen müsste. Ich könnte für drei Channeln und Nekusa bouncen. Kotl spielen, da hätte ich noch ein Mana offen. Für ein Mana kann ich aber relativ wenig ziehen. Okay. Gibt tatsächlich mal ein anderes Target. Spannend. Ich hätte noch ein paar Länder. Dissipation Field, okay. Jetzt bin ich gespannt. All the Mana. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Degree of Pain. Sehr gut. Das heißt es jetzt mit dem 20 Karten in der Hand. Ja, ich hätte gern Gonti zurückgedingenst. Ich meine, das ist halt genau meine Karte, oder? Lässt mich Deathrite mehrfach benutzen. Ach, geil. Muss man einfach lieben. Okay, Dark Ritual.
Oh, bitte Blossom ist völlig in Ordnung. Macht Tokens, die man hier sacken kann, zum Discard, aber ist mir eigentlich relativ wurscht. Frage ist, ob ich das Exquisite Blood wegmache oder Fevered Vision. Jo, Shadow Spear auch eine sehr gute Karte. Habe ich auch im Deck. Die braucht man auch, wie man sieht. Ich glaube, ich lasse meine Opponents nochmal eine extra Karte ziehen, vor allem ihn hier mit 18 Handkarten, wo es discarden muss, noch Schaden kriegen. Aber ich glaube, bevor ich dran bin, geht die Vision. Ich flash auf jeden Fall die Kotl rein. Wahrscheinlich sollte ich die Kotl auch vorher rein flashen, um zu sehen, was ich ziehe. Dann tappe ich und dann schauen wir, was wir machen. Ich kann auch Kotl. Tear Asunder, aber ich habe leider nicht genug Mana, um das Siphon Inside zu spielen. Ich könnte ja auch Kotlen und dann nur Siphon Inside spielen. Aber wahrscheinlich will ich Kotlen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Je nachdem, wie der Draw ist. Bin auch gespannt, was hier discarded wird. Eine ganze Menge. Der Stack interessiert mich schon. Ist halt Mono-Schwarz Discard. Der einzige Grund für Reliquary Tower, oder? Dass es so schwierig ist auszuwählen. Was behalte ich denn? Die Karten sind ja alle cool, die haben wir selber ins Deck gepackt. Okay. Archpriest, Phyrexian Arena, Corrupt, Containment Construct ist natürlich cool. Archfiend, Vicious Rumors, auch cool. Den kenne ich wieder mal nicht. So neu. Okay, Range Mind, auch so ein Klassiker. Draw a card and discard a card. Okay. Das macht schon auf jeden Fall jede Menge Mana. Aber dazu muss es nochmal tappen und 4 Mana zahlen. Kann man drauf reagieren. Khorram, The Undertaker, ja, der ist auch so sim. Aha. Mal nachfragen, was das treffen soll. Okay, das Exinguid Blood.
Das ist völlig in Ordnung. Weil ich will meinen Shadow behalten. Okay, ich mach's jetzt. Dann triggert es nicht mehr bei meinem Opponent, weil den extra Card Draw, der muss ja nicht discarded werden. Schauen wir mal, Kotl noch. Solem. Ja, Solem nehme ich. Vor Solem tappe ich mich auch gern random aus. Der blockt schön. Der rammt mich. Soll mir recht sein. Ich bin einfach. Ich liebe einfach Solem. Oder ich spiele meinen Commander und habe 4 Scarlet-Ship ab. 4, 5, 6, 7. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Jetzt, wo ich dann nochmal was zum Beschützen habe. Ich hätte gern Solem und Deathrite, aber auch auf dem Battlefield. Naja, was soll's. Das heißt, wir greifen den mit dem meisten Life an. Und dann enttappen wir wieder. Und dann schauen wir. Mein Zug war irgendwie nicht so, nicht wirklich lang. Das ist so schade in Modern, dass verständlicherweise Astrolabe gebannt wurde, aber mit Kotl spielen hat schon echt Spaß gemacht. Also mit einer Flash Baleful Strix rumspielen, das ist schon, das ist mein Magic einfach. Look at the cards, okay. Bloodstained Mire. Das ist nicht der geilste Hit. Egal. Okay, Trigger. Machen wir. Wenn ich darf. Bin noch relativ. Oh, Breach the Multiverse. Kann ich natürlich nicht spielen, wenn Pawns Commander auf dem Battlefield ist mit dieser. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber ansonsten. Zur Not müssen wir halt den Commander abräumen. Okay. Okay, das machen wir. Ich kann nämlich die 7 Karten tatsächlich relativ gut gebrauchen und ich habe mit Otawara die Möglichkeit, es zu bouncen. Oh, Bowmaster. Ja, okay. Viel Spaß, Opponents. Ich glaube, ich kann es schlagen. Also, es wird jetzt zwar meine Kotl bouncen, aber für Baron wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich kann hier bouncen. Ohne Schaden zu nehmen von den Bowmasters.
meine, der Token wird groß sein, aber dann spielen wir halt einen Solem und Jumpen. Da kommen wir schon irgendwie wieder durch. Da bin ich guter Dinge, aber das ist witzig. Und dann auch natürlich in der hässlichsten aller Varianten, wie ich finde. Wobei, so schlimm sind die nicht, aber das sieht schon sehr komisch aus. Passt auch. Ja, wobei. Ja, den Mountain mit den anderen spielt, der achtet wahrscheinlich da nicht so drauf. Okay, Roter Baron. Da bin ich gespannt. Okay. Ja, die Bitterblasen-Tokens werden wahrscheinlich auch nicht überleben. Spannendes Match eigentlich von komplett unterschiedlichsten Decks. Also es ist Nekusar. Das macht halt Nekusar-Dinge, aber hier so ein Discard-Deck dagegen ist auch witzig. Und dieser ist halt 2024 Commander-Ding. Dreht halt Turn 3 durch, einfach übers Precon und das, was auf dem Commander steht. Und dann braucht es zwei, drei Board-Wipes oder man ist instant tot. Oh, alle Modi gewählt, okay. Hat auf jeden Fall was gecastet. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, wobei, ich habe nicht bedacht, vielleicht will der Orkish Bowmaster Mensch uns töten. Er kann es ja verteilen, wie er will. Vielleicht hätte ich doch reagieren sollen. Naja, ich kann immer noch. Kann ich immer noch. Außer jemand dreht komplett durch mit den Instants. Ich habe ja die Hoffnung, dass jemand versucht, den Bowmaster zu töten und dann mit dem Trigger auf dem Stack alles abkriegt. Kommt irgendein X-Spell, oder? Each player sacrifices two creatures. Rankle's Prank. Ja, können wir machen. Wegen mir. Sogar die Frage, ob ich nicht auch einmal 7 ziehen will. Hey, was soll das jetzt? Das habe ich befürchtet. Aber warum ich getargetet wird? Mein. Oder einfach alle? Ist auch okay. Gefällt mir aber nicht so, bin ich ehrlich. Vor allem dauert es länger halt. Ich habe echt halt nur noch wenig Life. Das ist ein Problem.
Okay, fair. Heißt, ich kann jetzt keinen Fierce Guardianship mehr spielen, aber ich könnte jetzt 14 Karten ziehen. Ich könnte zum Beispiel Snapcaster auf Terra Sunder und dann auf das Frustration. Meine 14 Karten sind 14 Karten, die nimmt man natürlich gerne. Da hätte ich aber kein Otawara mehr offen. Dafür hätte ich noch ein Fierce Guardianship offen. Also ein Hardcast Fierce Guardianship. Ich glaube, ich reagiere da mal drauf. Falls Red Baron jetzt keine Instants mehr hat, dann kann ich vorher meine 14 Karten ziehen und das Ding abrüsten. Oh, Oppo Agent. Spaßig. Also, spaßig. Okay. Und dann hätte ich gern nochmal 7, danke. Geil. Oh, neue Karte auf Magic Online. Tascha ist nämlich da. Die habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, was sie ist, wahrscheinlich in meiner Box als Artist Proof mir gegönnt von Martha. Super schöne Karte. Super schön. Könnt jetzt auch gerade tatsächlich Setchmore Witch spielen in meinem Zug. Und ein bisschen Tokens machen. Aber die triggert halt nur bei Instant oder Sorcery Spells, was ein bisschen. Ja, aber sie macht Tokens, die angreifen. Cryptghast. Huh. Hart. Ah, dieses Extort könnte ein Problem werden. Okay, Scepter of Eternal Glory macht auch unendlich Mana. So, Mono-Rot, Mono-Schwarz hat einfach die Möglichkeit, so viel Mana zu machen, das ist unglaublich. Okay. Machbar. Stronghold Reds, machbar.
Ich glaube, ich muss den Extortmann an mein, in meinem Zug abstellen. Heißt Solring, Witch, Virtue of Persistence drauf, Death Ride. Vielleicht können wir sogar das Board so zumachen, dass ich die Queen spielen kann. Ja. Der macht minus 3, richtig? Also wird sogar ein Equip hier in Ordnung gehen. Sehr gut. Wayfarer's Bauble, okay. Da hätte ich so einen Oppo-Agent. Das hier wird halt jetzt auch unendlich Mana machen, aber naja. Wir sind ja hier nicht die Spaßpolizei. Noch nicht. Erst wenn alles schön aufgebaut ist. Ich mein Mist in der Hand habe noch und hier Removal. Ist leider eine Sorcery. Okay, Porn Porn. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die Gäufen machen können. Wir haben immer noch einen Siphon Inside im Friedhof, aber ich glaube, ich lege den Oppo Agent auch, wenn er nur blocken kann. Ja, okay, dann Transformer halt. Gönn dir. Sollte ja getappt bleiben bei Transform. Gut. Macht halt 17, 17 Mana. Ist auch ein Problem, bin ich ehrlich. Aber da müssen wir durch. Okay. Dann spielen wir Oppo. Hey, was ziehen wir denn? Arcane Denial ist natürlich ein guter Draw. Sehr guter Draw. So, endlos viele Counterspells habe ich nicht im Deck und einen davon zu ziehen, das ist natürlich schon cool. Vor allem, weil Guardianship gerade eher weniger macht. So, das heißt, wir spielen unsere Witch. Dann würde ich gern den da umhauen.
Und dann kann ich jetzt überlegen, ob ich. Farseek und Deathrite spiele. Das ist immer noch ein Artefakt eigentlich. Ne, es ist ein Land. Ich glaube, ich spiele einfach ein Solem. Haben wir nochmal ein Land mehr. Außerdem Solem immer gut. Da muss ich jede Menge discarden. Ich glaube, ich spiele greife einfach die Leute mit dem meisten Leben an. Vier, fünf, sechs. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte das den March auch noch discarden? Kann auch den Deathrite discarden. Schauen wir, was wir noch nachziehen. Okay, ja, die Farm. Also wir discarden mal. Ich glaube, den Marsch brauchen wir auch nicht. Ich habe lieber noch mal das Odawara offen. Okay. Go ahead. Langsam sind wir alle in dem Bereich, wo es echt, echt weh tut. Vor allem hier auch. Dann ist es wohl so. Rock Tar Pit. Ah, die Slow Fetches von früher. Die habe ich auch ewig lang gespielt. Muss, vor allem in Paper, weil die auch die Artworks so unglaublich schön sind. Bin gespannt, was hier abgeht jetzt im mono-schwarzen Deck. Vor allem mit wie viel Leben. Aber 7 Handkarten und vor allem auch, wie ich ja, die Hand komplett voll. Das heißt, dass da, ich mach, bereite mich schon darauf vor, dass wir da jetzt jede Menge über Dinge kämpfen müssen, die das Spiel beenden. Bei Nekusa jetzt schon auf 12 Life schon richtig, richtig Action macht. Ich meine, ich habe auch nicht viel Leben, aber ich kann vorher vielleicht noch reagieren. Okay. Oha, Lost the Flip. Das ist auch nicht oft vorgekommen. Auf 8. Dann auf 6. Dann kommt die Anders Black Market Connection noch. Dann mindestens 5. Oder war die schon? Nee, die muss auch noch kommen. Das heißt, 5 Leben ist tatsächlich nicht viel, ja.
Ich muss wieder yielden. Auf Nekusan yielden. Hilft ja nicht. Mein Red Baron könnte sich jetzt umbringen, alles auswählen und dann beim Card Draw noch starten am Nekusa. Aber wobei, nee, er hat direkt 6, könnte einfach direkt sterben. Aber das wird der Treasure, wie wir es gedacht haben. Nächste Runde auch einfach Virtual Persistence aufs Board knallen oder was Hostage Taker und Tashan oder unseren Commander spielen und angreifen und Tashan, oder? Der kostet jetzt 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wird eng. Oh, Koffers. Okay. Chat Medallion, fair. Jetzt halt so ein Mass Drain kommt, dann muss ich es halt countern. Das hilft halt nichts. Das tut mir jetzt schon leid. Aber weil hier unendlich Mana raushüpft. Das ist auch so ein Problem. Aber, tja. Ich hoffe, ohne Haste. Tran Dynamo ist auch in Ordnung. Was geht ab eigentlich? Kommen da jetzt die dicken Eldrazis oder? Art haben sie gerade. Das Art ist echt crazy. Verrückt. Sieht gut. Sieht verrückt aus. Sieht echt gut auf Modo, muss man sagen. Merkt, von welchen Karten die neuer sind, wo der Daybreak aktiv war. Swiftfoot Boots, okay. Ist das jetzt die Vorbereitung für einen dicken Eldrazi, oder? Stronghold Reds, okay. Dann ist es halt so, ja. Draw a card. Gibt noch mal. Klapp. Je nachdem, wen die Ratte angreift, aber wenn die wieder zu mir kommt, die ist ja unblockbar mit Shadow. Dann. Und der Shadow Spear dranhängt, dann werde ich wahrscheinlich den Shadow Spear bouncen. Und dann discarde ich voraussichtlich. Eigentlich ist Tasha der richtige Discard, aber ich habe keine Lust, Tasha zu discarden, deswegen wird wahrscheinlich Hostage Taker gehen. Okay, nochmal 4 Mana. Ah, Mana ohne Ende da drüben. Sword of Wealth and Power. Whenever equipped, each creature deals combat damage to a player, create a treasure token. When you cast an instant sorcery, copy that spell. Okay, das ist auf jeden Fall was, das man wahrscheinlich bouncen muss. Ah, da kommt. Da kommt das Mana Train geflogen. Okay. Das finde nicht nur ich bedenklich, das Schwert. Ich meine, eine Runde hätte gereicht, weil Baron wahrscheinlich einfach stirbt an
Upkeep triggern, die Leben kosten. Aber und jetzt will suiciden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nö. Finde meine Hand gut. Tatsächlich. Hätte auch 4 Guardianship machen können, aber ich hätte gern extra Karten noch, weil wenn ich jetzt Hostage Taker discarden muss, dann ziehe ich nochmal eine mehr. Baron wird es wahrscheinlich nichts bringen, weil Nekusa da relativ viel Damage macht. Ich glaube aber, da ist irgendein X-Spell auf der Hand. Aber wobei, dann wird man nicht Dark Deal vorher spielen. Okay, Ray Infantry. Sehr gut. Okay, Dream Stealer. Okay, das ist mein Basic Land, danke. Ich habe immer noch den Oppo Agent. Oh, Deal Gone Bad. Was war denn Deal Gone Bad? Das habe ich nicht schnell genug geschaut. Und eine Ensnaring Bridge. Muss ich kurz nebendran googeln. Scryfall. Deal gone bad. Target creature gets -3/-3 until end of turn. Target player. Ja, natürlich. Ich hätte nicht mal schauen müssen. Es war einfach klar, dass der zu mir rennt. Es war einfach klar. Es war so klar. Aber ich wusste ja schon, was ich discarde, wenn er mich dann trifft. Und was ich vorher mache, bevor er zu mir kommt. Ich meine, es sind genug Mana, man kann mich einfach meine Hand discarden lassen, aber dann wird man hier noch Reality shiften und das war's dann wahrscheinlich, ja. Weil ich habe noch einen Siphon Inside, das kann ich auch noch machen. Okay. Dann discarden wir mal. Each Player. Bin ja gespannt, was die letzte Karte von
Nekusamen-Menschen ist. Wahrscheinlich war da jetzt das Deal Gone Bad discarded und da die Ensnaring Bridge gespielt. Okay, nochmal ein Wheel. Key to the City. Auch eine starke Karte eigentlich. Bisschen Mana, bisschen vom Mana her ein bisschen teuer. Also Ensnaring Bridge ist die letzte Karte in der Hand. Das ist jetzt die Frage, ob man die. Ob man die, wenn die gespielt werden sollte, countern, wahrscheinlich schon. Hey, die gehen mir tatsächlich schon auf den Sack. Ich habe ja ein Board, mit dem ich angreifen will. Mei, tut mir jetzt ein bisschen leid. Drei Counterspells gefressen, aber am Verein kann ich nichts. Für das Schwert kann ich nichts. Und ja, das ist. Ich habe ja auch. Also, Baron hat ja auch 14 extra Karten gezogen. Ich ja auch. Ich meine, das sind die Hände einfach gut. Und jetzt ist es halt so. Jetzt sind zwei Hände leer. Wobei Baron zieht noch, aber hat kein Mana. Aber ich ziehe nochmal und Nekusa hat keine Karten mehr in der Hand. Jetzt ist halt okay. 17, 18 Mana. Das ist so ein kleines Problem, das gebe ich zu. Aber ich hoffe, wir überleben das und kommt kein Haste Alpha Strike raus. Ich habe noch einen Removal Spell, den ich hoffentlich nutzen kann. At least I know that the table thinks I'm the villain fitting for Chao Chao. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Okay, komm, leg deine Trigger auf den Stack, mach hin. Pest-Token sehen echt niedlich aus. Muss mir die in Paper, glaube ich, auch mal holen. Okay, 18 Rot, guter Start. Blasphemous Act. Okay, fair.
Modo, leg meine Trigger bitte auf den Stack. Danke, 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 danke. Das ist auch cool mit Shadow. Fairy Mastermind. Nochmal was zum Reinflashen. Sehr schön. Ich weiß nicht ganz so optimal mit. Nicht ganz so optimal mit Nekusa, das gebe ich zu, aber. Ja, dieser fair. Was machst du denn? Okay. Das könnte übel werden. Da müssen wir, glaube ich, drauf reagieren. Mit dem Trigger auf den Stack Teaser abstellen. Mein Opponent kann dann dieser zumindest recasten, wenn jetzt nichts hat. Kann ja auch einen Protection Spell haben, aber. Da könnten Gräufen raushüpfen sonst. Kann leider dann das Breach nicht spielen. Das ist ein Problem. Aber vielleicht müssen wir einfach Virtue spielen. Mal schauen, vielleicht war es gar nicht okay. Ein Changeling Outcast. Das wäre egal. Das wäre auch egal. Ein Changeling Outcast. Okay. Ja, die Gräufen sind tatsächlich schon vorne, muss man sagen. Ja. Auch eigentlich eine gute Karte, gell? Oh, Casts Freakle. Daretti. Ja, gut. Ist cool, da kann man diese ganzen Rummage-Effekte eigentlich richtig vernünftig nutzen mit Gieser. Dieser, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe hier auch irgendwo eine. Ich habe eine aufgemacht mal noch. Vielleicht muss ich mir die auch bauen. Erstmal auf Modo, Magic Online, einfach super zum Testen. Okay, Rimwalker geht, Logoif ist riesig. OG-Golf. Ja gut, da brauchen wir halt eine Antwort. Das tun wir uns echt schwer. Mein... Was ist die coolste Kreaturenkarte, die wir im Upkeep uns holen könnten? Wahrscheinlich irgendein Golf. Pyro-Golf. Ja, so richtig coole habe ich nicht. Aber vielleicht so ein Golf. Okay. Ich könnte zwar auch da ein Land spielen, aber ich weiß nicht. Wenn Opponent raus ist, dann gehen die Länder auch.
Dann spielen wir jetzt erstmal Virtue. Dann spielen wir Search. Und dann spielen wir noch ein Siphon Inside. Und dann darf mein Upkeep triggern und ich habe jede Menge Trigger. Na gut, da ist jetzt leider nichts Cooles dabei. Und dann holen wir uns einen Goyf, vielleicht tatsächlich einen Pyro-Goyf. Wie groß ist denn der gerade? 7, 8, der schießt Gießer weg. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein Anfang. Wobei es kommt drauf an, wie groß er bei mir ist, gell? Das ist nur mein Friedhof. In all Graveyards, okay. Pyrogolf. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir transformen uns in Search. Dann hätte ich gerne einen Pyrogolf. Und dann brauchen wir immer noch eine Antwort gegen den Lurgolf. Und gegen dieses 18, 19, 20 Mana produzierende Land, das ist auch ein Problem. Ja, okay. Enge Kiste. Ich hätte gerne meinen Draw. Also Pawn Pawn muss noch. Verstehe. Shadow Spear. Shadow Spear natürlich hervorragend. Allerdings erst, wenn wir nochmal drankommen sollten. Ich meine, zumindest kann Nikusa wiederkommen. Da ist Mana genug da jetzt. Eindeutig. Und ich brauche, glaube ich, einen Removal-Spell, aber so unendlich viele habe ich nicht mehr. Rollick ist schon hier. Ich schau mal. Ich schau mal, was ich finde. Ob ich was finde. Ich meine, zur Not habe ich noch meinen Flash-Jump-Blocker. Ich hätte einen Mana Train und Waterlock Teachings. Ich glaube, ich nehme das Teachings. So merkwürdig sich das anhört. Weil das kann A, Mana Train finden, wenn ich es doch brauche, und B, kann es auch einen Bounce finden. Oder ein Removal Spell, falls ich noch einen im Deck habe. Okay. Ich glaube, ich bin da, ich bin greedy. Ich glaube, ich will mitziehen. Ja, Nekusa macht halt einfach richtig Schaden gegen mich. Da sind wir ehrlich, das ist schon. Ich habe mich nicht verzählt, ne? Ich habe immer noch 4 plus 3. Ich glaube, ich habe diesen neuen Jugendsbein im Deck.
Bin mir nicht ganz sicher. So, all the trigger. Ja, vielleicht war es doof, mein Fairy Mastermind zu legen, aber mehr Karten ist immer gut. Es kann gar nicht schlecht sein. Es ist halt schon okay, das ist meiner. Always yield. Always yield. Always yield, mein Freund. Okay. Was war's denn? Na du. Nadu macht halt auch Dinge. Was eher drin eigentlich, um Removal ein bisschen zu abfedern, das immer auf meine Kreaturen fliegt, vor allem auf Gonzi fliegt, aber Gonzi ist nur im Boardwipe gestorben ein paar Mal und irgendwie nicht so relevant in dem Matchup. Und wenn er mal aktiv war, dann sind Länder rauskommt. Okay. 19 Mana aus einem Land, das ist so verrückt. Also das muss man sich echt merken, dieses Land hier aus Ixalan, aus dem neuen Ixalan. Ja, da kommt halt dieser wieder. Da machen wir nichts. Fair. Okay, dann kommen nochmal Golfen umsonst ins Spiel. Verstehe. Necro-Golf und Altar of the Golf. Den muss nicht mal näden, den muss nicht mal madnessen. Der kommt einfach so rein. Ist halt schon cool. Ich habe ja zumindest die kleine Hoffnung, dass Pornporn Nekusar angreift mit dem Lore Golf, um Schaden zu vermeiden. Und dann kann ich Shadow Spear spielen und ein bisschen Leben dazu kriegen mit meinem Pyro Golf. Altar auf der Golf ist halt auch ein Lore Golf. GG. Der macht halt Trampel an alles. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Oh boy. Dreizehn Life ist nicht viel. Ein Opponent denkt, der hätte Trampel mit allem, dann reicht's immer noch nicht, uns beide rauszunehmen. Außer es kommt noch irgendwas mit Haste. Aber vielleicht ist ja der Plan, Nekusar rauszunehmen. Oha. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Detectives Phoenix. Ja. Faire Geschichte. Oh, Sir Konrad. Was hier getrained wird. Also dieses Breach of the Multiverse, Breach of the Multiverse, das ist wirklich nicht gut gegen das Lorgolf-Deck. Ich habe das schon voll rausgeknobelt.
Solring. Okay, jetzt bin ich gespannt, wo die Attacks hingehen. Weil ich kann hier blocken und dann hoffentlich bouncen. Ah, die gehen einfach beide zu mir. Ah ja, genau. Das macht mehr Sinn. Okay. Dann würde ich blocken, wie folgt. So. So. Und dann habe ich hoffentlich eine Antwort für den Altar. Hoffentlich. Sonst war's das. Hier kann nicht irgendwie Instant Speed wieder was discarded werden, gell? Es wird ein Bounce wahrscheinlich reichen. Schauen wir mal. Nekusa ist, glaube ich, tot. Schauen wir mal, ob wir noch was machen können. Vielleicht habe ich ja so einen random Sultai Charm drin. Das wäre schon cool. Okay. Da ist das Binding. Ich glaube, ich nehme einfach die Trophy und mache den Altar kaputt. Ich glaube, das ist der Move. Das ist der Move. Und dann sollte ich hoffentlich nicht draufgehen. Und dann habe ich immer noch ein Problem. Aber ich habe ja noch mal ein paar Draws. Und ich bringe ein bisschen Leben mit meinem Golf. Aber Nekusa hat es wohl debattelt. Okay. Ja, da kommen noch ein paar Golf-Token dazu. Das stimmt, die habe ich vergessen. Kein so ein richtig schönen Attack. Mein einziger Board-Wipe liegt da drin. Und ich habe auch nicht mehr so viel Life, um 26 oder 28 Toxic Deluge Leben zu zahlen. Aber ich habe noch ein Ugin's Binding. Schauen wir mal. Einen Draw geben wir uns noch. Was hat ein Opponent? Invasion of Ergamon. Okay. Nochmal Draw Discard. Wäre ganz cool. Ja, ich nehme das. Fair. Okay, ich kann auf jeden Fall was wiederholen. Ist nur die Frage, was es sein soll. Hostage Taker. Hostage Taker auf was aber? Weiß auch nicht. Der holt Permanence wieder, gell? Target Card. Target Card. Haben wir hier was drin, was uns hilft? Halt dieses Deluge, was uns nicht hilft. Nee, nee, so richtig.
Wir haben ja immer noch ein Land, das 1000 Mana macht. Das ist auch so ein Problem. Okay, dann schauen wir mal. Snapcaster auf. Ist auch nicht. Ich glaube, ich nehme die Kotl. Ich will einfach nochmal ein Draw. Ich brauche einen von meinen Mars Bounce oder so. Ich muss noch eine Karte discarden. Das können wir auch machen. Und zwar dieses Breach. Das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Okay, dann ziehen wir eine. Dann ziehen wir von Zug. Dann können wir Azkanta benutzen. Und dann sehen wir ja, ob wir was finden. Gonti. Mein Gonti ist auch eine Möglichkeit, was zu finden. Nature's Law hingegen nicht. Okay, Gonti. Go, go, go. Find die Random Damnation, bitte. Und wir haben Reunion Grave Troll Survival. Das hilft uns leider alles nichts. Aber Reunion ist ein Redraw. Glaube, Grün braucht man am wenigsten. Schauen wir mal. Modo. Gib nicht auf. Okay, wir waren nochmal gedrained. Da hätte ich auch dran denken können. Die Reunion mit Gisa ist ja, völlig abstrus. Geil. Okay, weiter dicken. Nope. Ja, train mich halt. Alles gut. Dann haben wir noch den. Den hier. Weil ich nicht weiß, was wir Instant Speed noch drin hätten. Okay. Wenigstens habe ich es mal gespielt. Und ich hätte ja auch einen Trigger auf der Hand und könnte drei Karten ziehen und hier einen Friedhof und. Okay, wir haben noch einen Draw. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Rift im Deck hätte. Ich glaube nämlich nicht. Das heißt, wir haben noch einen Draw und nochmal Azkanta. Und dann schauen wir mal. Oh, stimmt, denn wir können nochmal was zurückholen. Ja, vielleicht müssen wir jetzt mal einen Hostage-Taker zurückholen. Wir müssen nochmal discarden. Meinen. Discard mal einen Flash Scorcher, dann können wir den zumindest zurückholen, falls wir nochmal überleben.
Ja, es macht schon Dinge, das Deck hier, aber das ist einfach zu viel Beef. Das macht zu viel Mana. Der Commander macht zu viel Action. Nehmen wir so ein Token weg. Okay, draw. Weniger geil, bin ich ehrlich. Weniger gut. Wir haben uns ganz gut geschlagen, aber. Okay, einmal Ascanta haben wir noch. Im Upkeep. Come on! Ich weiß nicht mal, ob ich einen Rift drin habe, aber einen Ugin's Bindings hätte ich drin. Tja, immerhin. Wobei das zu wenig sein wird. Jo, das ist zu wenig auf jeden Fall. GG, Mate. Okay, cooles Spiel. Golfs haben gewonnen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.